Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum nächsten Teil vom Minecraft Bunker. Und in diesem Video werden wir uns mal darum kümmern, so eine kleine Farmstation zu bauen und auch ein Lager. Und in den ersten zwei Teilen, die eigentlich ein Teil sein sollten übrigens, aber YouTube hat es irgendwie nicht geschafft, 50 Minuten Video hochzuladen oder anzunehmen, was auch immer. Und deswegen muss ich es leider schneiden. Bisschen blöd gelaufen, aber auf jeden Fall ist das hier jetzt der dritte Teil, eigentlich zwar der zweite, aber das ist ja eigentlich auch egal. Und ja, im letzten Teil haben wir auf jeden Fall diesen coolen Eingang hier gebaut, wo man dann in den Bunker reinkommt, natürlich mit Pistentüren, die irgendwann später nochmal gebaut werden im Redstone-Video. Und dann haben wir hier erstmal so eine kleine Zelle oder so eine kleine Kammer, wo man dann reinkommt. Hier kann man dann in die Dekontaminierungskammer gehen, hier wird man dann abgeduscht und dann kann man auch weiter in den Bunker rein. Hier vorne haben wir dann so eine Art Rezeption und hier haben wir dann so ein bisschen Deko-Zeug natürlich und auch einen Kran, wo man dann seine Sachen runterfahren lassen kann. Und wir haben hier auch einen Fahrstuhl, der auch in dem Redstone-Video dann kommen wird. Und was wir dann auch noch haben, ist die Treppe. Und das war dann auch das Letzte, was wir, glaube ich, gebaut haben. Und da gehen wir jetzt mal runter, denn heute bauen wir, wie gesagt, unten noch ein bisschen weiter. Und zwar, wie gesagt, Farmstation und auch ein Lager werden wir heute bauen. Und das wird auf jeden Fall nice. Und ich hoffe, diesmal kann ich das Video auch im Ganzen hochladen wieder und nicht, dass ich es nochmal schneiden muss. Das war nämlich ziemlich komisch, weil YouTube hat tatsächlich einfach nichts dazu gesagt, sondern ich habe halt das 50-Minuten-Video hochgeladen. Und als es fertig war, war es halt nur 30 Minuten lang. Und dann dachte ich so, hä, okay. Ja, kommt das noch irgendwie? Also manchmal hat man das ja, dass so ein paar Sachen dann später freigeschaltet werden. Zum Beispiel, wenn man auf HD oder in HD hochlädt, dann kommt das ja meistens später erst. Und am Anfang kann man es nur in schlechter Qualität gucken. Aber es kam halt einfach nichts. Die Minuten waren irgendwie weg und dann habe ich es nochmal versucht hochzuladen. Mit demselben Ergebnis im Endeffekt. Und dann musste ich es halt schneiden. Was ein bisschen blöd ist, wie gesagt. Aber na, jetzt habe ich ein Video mehr gehabt, auch cool. Aber ich hoffe, das wird diesmal halt nicht vorkommen. So. Ich habe tatsächlich noch ein bisschen mehr gebaut, als man in dem Video gesehen hat. Und zwar habe ich hier zum einen die Sachen erstmal verbunden. Also das bedeutet, hier unten kommt ja die Treppe dann raus und hier unten kommt der Fahrstuhl raus. Und hier auf der anderen Seite kommt dann der Kran im Endeffekt an. Und hier habe ich übrigens auch, habe ich ja in dem Video erwähnt, noch mehr Pistentüren eingebaut. Also hier vorne soll noch eine hin, hier vorne und dann zwei hier oben, dass wir insgesamt vier Pistentüren hier im Weg haben. Sollte ziemlich cool aussehen und zwischendurch habe ich, wie gesagt, immer noch diese Lampen, die dann angehen sollen. Das wird, glaube ich, ganz witzig. Aber ja, auf jeden Fall soll man dann halt von allen drei Möglichkeiten von oben nach unten zu kommen im Endeffekt dann hier landen. So, das hier wird dann quasi so der zentrale Punkt, wo man dann von jedem Gang quasi hinkommt. Und hier geht es dann weiter in den Bunker hinein. Hier haben wir dann wieder zwei solcher Pistentüren und ja, hier haben wir dann noch nicht so viel, aber das wird dann heute alles kommen. Was wir aber zuerst machen, ist auf jeden Fall das hier ein bisschen hübscher bauen, weil irgendwie so mit Stein und so sieht das noch nicht so geil aus. Und da würde ich sagen, fangen wir jetzt auch direkt mal mit an. Das erste, was ich machen möchte, ist hier erstmal so eine kleine Kuppel hinzubauen. Und zwar brauchen wir dafür dann mal Halbsteine und diese Halbsteine hier und natürlich auch noch so einen Seelaternenblock. Ich spiele übrigens diesmal mit Shader, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Ja, ich finde, das sieht tatsächlich ein bisschen cooler aus und ich denke, das kann man auf jeden Fall so lassen. Und ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt aber, wie gesagt, hier mal um den, um die Kuppel, die wir hier oben hin machen. So, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das so lasse. Ich werde es jetzt erstmal versuchen, so zu bauen. Und dann machen wir hier auf jeden Fall das Ganze mit diesen Steinen hier weiter. So, mal gucken, wie das dann am Ende aussieht. Ich finde sowas eigentlich immer ganz cool, wenn man so ein Gewölbe hat, so eine Kuppel halt eben. Das passt eigentlich auch, finde ich, relativ gut zu Bunkern, aber halt nicht überall, sondern nur hin und wieder mal. Aber ich denke, gerade das hier könnte so ein guter Platz dafür sein, wo man das machen könnte. Und ich finde auch, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ist jetzt halt die Frage, ob wir die Laterne so machen oder so. Ich glaube, wir lassen die lieber so. Ich glaube, so ist okay. Dann haben wir das schon mal gemacht. Was man natürlich auch machen könnte, ist, diese Teile hier auszutauschen mit den Andesit-Halbstein. Ich guck mal, wie das aussieht. Sieht vielleicht noch ein bisschen besser aus, tatsächlich. So. Ja, ich denke, ich lasse das so. Und dann müssen wir natürlich hier den Fußboden noch alles ändern und so weiter. Aber das ist eigentlich nicht so spannend. Das werde ich jetzt nur mal eben schnell machen, weil es halt doch wichtig ist. Aber wie gesagt, einmal nicht so spannend. So, ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen eingerichtet. Und zwar habe ich jetzt den Boden so ein bisschen gemacht. Ich habe ja noch Teppich hingelegt. Und wir haben hier in den Ecken immer so ein paar Büsche und hier so einen, einen kleinen Blumentopf. Und ungefähr genau dasselbe Design habe ich dann hier vorne vor der Tür auch nochmal gemacht. Das haben wir dann hier auch wieder alles mögliche. Wir haben mal kleine Tische, wir haben ja ein Gemälde und Blumen und so weiter und auch eine Rüstung hier. Und ich denke, das ist schon mal, wenn man dann von dem komischen Bunker da oben hier runterkommt, ist es auf jeden Fall schon mal ein krasses Upgrade. Und ich denke, hier kann man sich auf jeden Fall mal wohlfühlen, auch für längere Zeit vielleicht. Und was ich dann hier vorne noch gemacht habe, ist den Weg zum Kran ein bisschen hübscher gemacht, ihr seht schon. Und ich habe jetzt überlegt, dass man hier vielleicht tatsächlich schon mal so ein kleines Lager hinbauen kann, wo man dann eben, wenn die Sachen hier runterkommen, die Sachen halt erstmal zwischenlagert quasi. Und damit würde ich jetzt mal weitermachen und ich würde sagen, wir bauen das Ganze dann nochmal ein bisschen tiefer. Und zwar, ich weiß nicht, ob das so schon reicht. Ich glaube, ich muss noch einen tiefer. So, und dann machen wir da einfach nur ein paar kleine Regale hin mit Trapdoors, denke ich mal, damit man halt sieht, dass da
Sachen hingelegt werden können und wir können auch ein bisschen was reinstellen schon mal. Einfach damit man halt nicht irgendwie erst ins Lager laufen muss, das wird ja ein bisschen weiter weg sein, sondern dass man halt erstmal alles hier lagert, dann geht er wieder nach oben und so weiter. Das Ganze ein bisschen schneller funktioniert. So, dann werden wir jetzt erstmal versuchen, hier so ein schönes Ding hinzubauen, so ein schönes Lager. Und dann bauen wir das natürlich genauso nochmal auf dieselbe Seite, auf die andere Seite. Auf dieselbe Seite würde ja keinen Sinn machen. So, und ich mache dann hier erstmal so ein paar Stützen quasi wieder rein. Dann machen wir den Rest hier wieder mit dem anderen Gestein. Also ihr seht schon eigentlich, der ganze Bunker besteht eigentlich nur aus Andesit und aus diesem Cleanstone. Finde ich aber eigentlich ganz cool. Ich finde die Sachen, die Farben passen ganz gut zusammen. So. Und dann ist jetzt die Frage, machen wir da oben Licht rein oder lieber nicht? Also man könnte eigentlich Licht da reinmachen. Ich glaube, ich mache das auch mal. Nur mal, um zu gucken, wie das aussieht. So, zack. Ich glaube, das geht sogar. Man könnte es sogar vielleicht lieber hier hin machen. Das sieht, glaube ich, noch ein bisschen besser aus. Also so und dann dazwischen wieder so. Wobei, ja, ja doch, ich glaube, ich lasse das so. Ich tausche nur noch mal die anderen Steine aus mit Halbsteinen. So, das bedeutet diese hier zu Halbsteinen und diese hier auch. Das sieht dann noch ein bisschen cooler aus, denke ich. So, und ich denke, so kann man es auf jeden Fall schon mal lassen. Dann müssen wir da jetzt nur noch irgendwie so Regale quasi hinbauen. Und ich nehme mal diese Spruce Trapdoors dafür und dann stellen wir da mal ein paar Kisten hin. Ein Crafting Table vielleicht. Und was könnte man dann noch so haben? Fässer auf jeden Fall. Und Melonen oder so. Ich glaube, ich nehme Melonen noch dazu. Melonen, Melonen, Melonen. Wo sind denn die Melonen? Ach doch, da sind sie. Ich dachte schon, ich finde die hier nicht, leid. So, auf jeden Fall machen wir dann auf dieser Ebene, denke ich mal, etwas. Aber eigentlich müsste ich es jetzt höher bauen, stimmt. Weil jetzt würde ich nämlich da oben noch was hin tun. So, oder wir stellen halt oben nichts hin. Das sieht auch, glaube ich, komisch aus. Also so würde ich es gern haben, aber jetzt können wir halt oben nichts draufstellen. Man könnte auch einen alten Trick machen, und zwar machen wir die da ein bisschen weiter nach unten. Dann stellen wir da oben was drauf, zum Beispiel Melonen und ein Crafting Table vielleicht. Und jetzt müssen wir hier aber was davor stellen. So vielleicht. Oder wobei, ich mache mal hier irgendwas anderes. Ich mache mal hier ein Fass hin. Dann hier eine Kiste, die zusammengehören und dann dahinter noch eine Kiste. Ja, ich denke, so kann man es machen, das sieht gar nicht so schlecht aus. Und jetzt die Frage, machen wir da unter noch was? So, standbeinmäßiges. Was man auch machen könnte, wäre tatsächlich auf der unteren Ebene nochmal Halbsteine zu benutzen. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel den hier austauschen mit Halbsteinen. Und den hier vielleicht auch. Also diese Reihe meine ich. Sieht, glaube ich, sogar nochmal besser aus. Ich denke, so kann man es auf jeden Fall lassen. Dann steche ich da einfach noch eine Melone hin und ich würde sagen, das reicht eigentlich schon. Sollte ja nicht zu voll sein. Und ja, dieses Design kopieren wir jetzt nochmal genauso auf die andere Seite, würde ich sagen. Und ja, das könnt ihr ja, ja, also, das werde ich jetzt aber wieder rausschneiden, weil es halt, wie gesagt, genau dasselbe nochmal ist. So, die andere Seite habe ich jetzt auch fertig gemacht und ich habe unter den hinteren Halbstein quasi nochmal einen Halbstein gemacht. Das sieht, glaube ich, noch ein bisschen cooler aus. Auf der anderen Seite natürlich auch. Und dann habe ich hier noch ein Teppich hingelegt. Aber ich würde sagen, das reicht schon eigentlich für hier alles. Ich habe nur nochmal gerade überlegt, dass ich da vielleicht auch nochmal hier ein Licht irgendwie reinmache, damit man hier auch noch ein bisschen Licht hat. So, ja, ich denke, das sieht schon mal besser aus. Und ich würde sagen, dann haben wir hier schon mal soweit alles fertig. Wie gesagt, der Fahrstuhl, der wird ja noch gebaut. Dementsprechend kann ich hier jetzt noch nicht so viel machen. Aber den Rest hätten wir jetzt alles. Und dann würde ich sagen, machen wir uns schon mal an die Farmstation. Und zwar möchte ich jetzt hier erstmal wieder einen runden Raum haben, wo man dann wieder Türen hat, einmal geradeaus. Da soll dann quasi so, ja, so der Lebensraum quasi sein. Also wo man sich aufhält und so, wo die Schlafsäle sind. Und halt das, wo man so täglich lebt quasi. Links soll es dann zu so einer Art ja, Versorgungsstation kommen, also wo halt ganz viele Maschinen sind, die sich dann um alles mögliche kümmern, so irgendwie, keine Ahnung, Luft und sowas, halt so ein Maschinenraum für Strom und so weiter. Und rechts soll es eben zur Farmstation gehen. Und das bedeutet, ich muss hier jetzt erstmal ganz, ganz viel aushöhlen und dann machen wir hier erstmal einen runden Raum und dann geht es da weiter zur Farmstation und ich denke, das Aushöhlen, das erspare ich euch auch nochmal. Ja, und dann sehen wir uns, wenn ich das schon mal wieder fertig habe. Die erste Hälfte von der Halle habe ich jetzt soweit fertig, den Rest mache ich dann irgendwann mal später und ihr seht schon, das wird ziemlich groß. Ich habe persönlich auch nicht gedacht, dass das so groß wird, also wir müssen uns hier auf jeden Fall überlegen, was denn hier noch rein kann. Auf jeden Fall hier rechts geht es jetzt weiter, hier kommt dann nochmal so eine 3x3-Pistentür und hierhin kommt dann die Farmstation und damit werde ich dann gleich weitermachen und das bedeutet, ich muss hier wieder eine ganze Menge aushöhlen und da würde ich sagen, fange ich jetzt mal direkt mit an. So, ich habe jetzt hier schon mal eine relativ große Fläche ausgehoben. Das wird allerdings, glaube ich, noch nicht reichen, aber ich möchte jetzt hier trotzdem mal langsam anfangen, damit ich so eine Idee habe, wie viel ich dann noch abbauen muss. Ich habe übrigens auch mit TNT ein bisschen gespielt, damit es schneller geht. Ja, auf jeden Fall, hier soll die Farmstation hin und ich habe mir das so vorgestellt, dass hier dann so ein paar Beete quasi sind, also so ein bisschen Anbaufläche.
Und dann auf dieser Seite soll so ein kleines Lager, wo man dann die Sachen, die schon irgendwie geerntet wurden oder so, einlagern kann. Hier rechts soll dann noch ein Fischtank hin, wo man dann halt Fische hat, die man irgendwie züchten kann. Und wenn man dann weiter in diese Richtung geht, sollen da halt ein paar automatische Farmen hin, die halt auch, denke ich mal, ganz praktisch sind. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal hier mit einem Beet an und ich will mal gucken, wie das dann aussieht. Jetzt habe ich mir das so vorgestellt, dass wir hier viermal Erde haben, genau. Dann lasse ich einen frei und dann nochmal viermal Erde. So, dann geht hier drumherum nämlich noch einmal so eine Linie. Ist eigentlich auch ganz cool und dann geht's hier halt wieder los mit den Beeten. So, und ist da gerade Wasser runtergetropft oder habe ich mir das eingebildet? Ne, keine Ahnung. So, und dann hier wieder dazwischen frei, da kommt nämlich gleich das Wasser rein. Und so habe ich mir auf jeden Fall vorgestellt und wir machen einfach mal dieses hier ganz fertig. Drumherum habe ich mir dann überlegt, machen wir einfach so Trapdoors, damit das halt ein bisschen besser aussieht. So, das machen wir natürlich dann hier auch. Zack, und ich nehme natürlich wieder die Spruce Trapdoors dafür. Ist immer ganz hilfreich, wenn man so zu einem Stil, oder wenn man an einem Stil quasi dranbleibt und halt zum Beispiel immer, wenn ich Holz nehme, nehme ich ja jetzt Spruce. Ich denke, das ist eigentlich ganz cool und sieht auch ganz gut aus. So, hier in die Mitte kommt dann, wie gesagt, Wasser und dann mache ich da Halbsteine drüber aus Spruce Wood wieder. Das sorgt nämlich dafür, dass das Wasser immer noch da ist, aber dass man es halt nicht sieht und ich finde, das sieht halt ein bisschen besser aus. Und dann würde man jetzt hier halt haken und dann müsste das hier halt alles fruchtbare Erde werden, weil ja genug Wasser in der Nähe ist. So. Dann habe ich überlegt, könnte man halt hier so eine Leiste entlang machen. Die müsste denn hier oben sein, auf dieser Höhe. Das ist ein bisschen hoch. Ich guck mal, ob das gut aussieht. So, die müsste dann bis hier ungefähr gehen. Also bis zum vorletzten Block genau. Und dann würde ich da unter nämlich Endrods machen. Die geben dann erstmal Licht und da unter wiederum mache ich dann Eisenfalltüren. Das sieht dann nämlich so aus, als würde da oben irgendwie Wasser rauskommen. Und dann könnte man hier unten halt immer noch anbauen. Und würde ich den halt noch einen weiter nach unten machen, dann könnte man hier halt nichts mehr anbauen. Das bedeutet, die müssen leider so hoch sein. Na, ich denke, wenn die Decke noch ein bisschen höher ist, dann würde das auch ganz gut aussehen. Wobei ich halt vielleicht die Dinger da oben nicht aus Quarz mache. Das muss ich mir nochmal überlegen. Aber wir schnappen uns jetzt schon mal hier ein bisschen was, was wir anbauen können. So, und zwar Weizen auf jeden Fall. Dann brauchen wir Karotten und Kartoffeln. Rote Beete natürlich auch. Und man könnte auch zwischendurch noch ein paar Sweetberries machen. Und die pflanze ich jetzt hier einfach mal irgendwie hin und kriege natürlich direkt ein Achievement dafür. Ist ja auch geil. So. Und ich finde es eigentlich immer ganz cool, wenn die Sachen durcheinander gebaut sind oder angebaut werden. Dementsprechend werde ich das hier auch machen. So, dann noch ein bisschen rote Beete zwischendrin. Oder kann man die nicht anbauen? Oder braucht man dafür was anderes? Ach stimmt, dafür braucht man die anderen Samen. Wie heißt das denn auf Englisch? Beetroot oder so? Ja, weil da haben wir es doch. So, dann mache ich da nochmal was hin und da. Und dann mache ich dazwischen nochmal hier so ein paar Büsche. Und wenn das gewachsen ist, gucken wir uns mal an, wie das aussieht. Aber ich mache auf jeden Fall hier noch so ein Ding hin. Und ich glaube, ich mache insgesamt drei von diesen Beeten. Also das bedeutet, ich werde jetzt hier wieder schneiden und dann einfach drei davon nebeneinander setzen. Und dann schauen wir mal, wie das denn insgesamt aussehen wird. Ich habe das Ganze jetzt weitergebaut und das sieht eigentlich tatsächlich ziemlich cool aus. Also ich denke, so kann man es auf jeden Fall lassen. Und ihr seht schon, diese Variation, die man da drin hat, die macht schon einiges her. Ich habe das Ganze auch noch ein bisschen eingerichtet. Ich habe hier zum Beispiel einfach so ein paar Kisten hingetan. Und halt so Kessel und hier die Dinger da, Fässer auf jeden Fall. Und auf dieser Seite habe ich dann so ein kleines Lager angefangen. Hier hat man dann Melonen und Kürbisse, die kommen dann später in den automatischen Farmen allerdings erst. Und dann habe ich hier noch so ein paar Kisten und ich denke, so einrichtungsmäßig sollte das reichen. Ich habe mir auch überlegt, wie man das Dach machen könnte oder die Decke vielmehr. Und da habe ich dieses Design hier mir überlegt. Ich denke, das sieht relativ massiv aus und sieht trotzdem noch ganz cool aus. Das ist halt nicht einfach nur eine gerade Decke, sondern sowas hier. Und ich denke, das werde ich dann hier auch auf die anderen Seiten jeweils bauen und kopieren quasi. Was wir jetzt allerdings erstmal machen, ist das Fischbecken oder Fischgehege, wie auch immer. Das kommt nämlich hier hin und da würde ich sagen, fangen wir jetzt direkt mal an. Und zwar soll auf dieser Seite hier oder auf dieser Ebene quasi der Boden sein. Ich habe überlegt, dass der halt zum größten Teil eben aus Erde sein soll. So, zack. Und natürlich aber auch noch ein bisschen Sand dazwischen, das machen wir dann auch gleich. Was bei Sand übrigens immer ganz cool ist, ist, wenn man Sand mischt mit Sandstein. Das sieht meistens ziemlich cool aus und das können wir hier zum Beispiel mal machen. Also, dass ihr hier zum Beispiel einfach so ein bisschen Sand habt. Und dann macht ihr da noch ein bisschen Sandstein hin und ihr seht schon, das ist nicht genau dieselbe Textur, sieht aber ziemlich ähnlich aus und dementsprechend ist es eigentlich ganz cool. Das machen wir hier, denke ich, auch nochmal hin. Der hier aber wieder dahin so. Und da noch ein bisschen was hin. Dann halt einfach ein bisschen mischen. Dann mache ich hier random jetzt einfach nochmal ein paar Sandblöcke hin und auch ein bisschen Sandstein natürlich. So. Ich denke, so kann man es lassen. Das reicht erstmal für den Boden. Und dann machen wir hier auf jeden Fall Glas hin, damit man schön reingucken kann. Und auf dieser Höhe hier machen wir allerdings richtige Steine hin. Dann mache ich hier nochmal Glas hin. So. Das gleiche machen wir hier hinten auch nochmal.
Glas, 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 Glas. Und dann da oben eine Schicht Steine. Und auf diese Steine oben drauf kommt dann nochmal ein, ja, hier so eine Scheibe, auch wieder aus dunklem Glas oder aus schwarzem Glas vielmehr. Und hier vorne soll man dann reingehen. Also hier oben steht man dann und fängt die Fische oder sowas. Und dementsprechend muss da natürlich auch irgendwie eine Treppe hin. Ich habe auch, man könnte auch eigentlich eine Leiter machen. Ich glaube, eine Leiter wäre auch okay. Das machen wir, glaube ich, mal. Ist nämlich immer, finde ich, also ich finde, man sollte halt alles, was es in Minecraft gibt, quasi auch benutzen. Und dementsprechend, wenn wir jetzt überall zum Beispiel einfach nur Treppen bauen, ist es halt langweilig, weil es halt auch theoretisch Leitern gibt. Und die sollte man dementsprechend auch auf jeden Fall benutzen. Ich mache jetzt hier nochmal so ein paar Stützen rein, das sieht eigentlich ganz cool aus. Und hier habe ich kein Glas. Ich stelle mal wieder hin, so. Was wir jetzt machen müssen, ist, da Wasser reinzukriegen. Und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man hier ja, so viel in der Mitte hat, wo man halt keine Wasserblöcke hin platzieren kann. Und was ich dann immer mache, zum Beispiel auf den Servern auch, ist, dass ich mir einfach irgendeinen Block schnappe und den packe ich dann quasi eine oder einen Block unter dem, wo das Wasser sein soll. Also das Wasser soll ja auf dieser Höhe hier sein, von diesem Stein. Und dementsprechend einen da unter mache ich dann irgendeinen Block, den man gut sehen kann. Zum Beispiel rote Wolle. So, zack, zack, zack. Oder im Survival nehme ich zum Beispiel immer den Netherrack, also diesen roten Netherstein, weil man den halt super schnell abbauen kann. Und dann platziert er da drauf einfach Wasser. So in etwa. Und wenn hier alles voll ist, ich glaube, ich habe alles erwischt, hier ist keine Strömung mehr, dann könnt ihr das Ganze halt wieder abbauen. Und im Survival, wie gesagt, beim Netherrack geht das halt super schnell. Und natürlich sieht man den auch ziemlich gut. Weil manchmal, wenn es halt dunkel ist, dann sieht man vielleicht nicht unbedingt, ob da jetzt noch ein Block ist oder nicht. Aber so funktioniert das auf jeden Fall ganz gut. So, das Ganze sieht jetzt schon mal nice aus. Und dann platzieren wir hier noch ein paar Seegurken hin, damit wir halt auch Sicht haben, was hier denn so abgeht. So, gerade in den Ecken. Ich denke, so kann man das auf jeden Fall lassen, wobei hier vielleicht noch was hin könnte. So, ich denke, das reicht aber. Und dann können wir hier mit Bohnenmehl noch ein paar Seegräser hin tun. Sieht auch eigentlich ganz cool aus. Ich denke, das reicht dann für die Fische hier im Bunker. Und die werden wir jetzt auch nochmal platzieren. Ich weiß gar nicht, wie die Fische heißen. Einer heißt auf jeden Fall Kabeljau, ist glaube ich dieser hier. Und dann gibt es auch Lachs. Ich weiß jetzt nicht, welcher Fisch logischer ist quasi. Also, ich glaube Lachs zum Beispiel... Auch eher kaltes Gewässer. Ach, ich keine Ahnung. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt einfach Fische hier hin. Was ich weiß, ist, dass wir keine Tropenfische nehmen, weil die kann man nicht so schön essen. Und deswegen würde ich sagen, nehmen wir einfach mal Salmon. So. Einen guten Lachs. Und da platzieren wir jetzt einfach mal ein paar. Ich hoffe, die fühlen sich hier drin wohl. So, natürlich ein paar viele Fische. Wir brauchen ja hier viel, viel Proteine von Fischen auf jeden Fall. Und dann, was man hier natürlich auch noch machen sollte, ist, einmal können wir natürlich hier nochmal ein Cauldron hinmachen mit Wasser. Da kommen dann die Fische rein, wenn man sie mal rausnimmt oder sowas. Und wir brauchen natürlich auch eine Kiste, wo dann Fischfutter drin ist und sowas. Und dann würde ich sagen, machen wir hier nämlich nochmal so ein Regal hin. Dafür schneiden wir uns hier wieder die Halbsteine und das ganze Zeug. Und vielleicht auch so ein Komposter, könnte auch nicht schaden. Dann hier ein Halbstein hin und da ein Halbstein hin. Dann daneben jeweils Trapdoors. Und jetzt zeige ich euch nochmal einen Trick. Und zwar hier oben zum Beispiel, wenn man hier eine Kiste hinstellt, kann man die ja nicht aufmachen, weil da über Blöcke sind. Aber man kann tatsächlich dafür Treppenstufen benutzen. Und es sieht dann so aus, als wären das ganze Blöcke, wenn man die nämlich von oben platziert. So, zack, wenn der Gravel endlich zu Ende ist, so. Jetzt platzieren wir da oben drauf einfach diese Stufen. Und wenn wir uns das jetzt von hier angucken, sieht das so aus, als wäre es halt ein ganz normaler Stein, aber wir können immer noch die Kiste aufmachen. Das habe ich hier vorne auch ein paar Mal gemacht, hier zum Beispiel bei der Kiste. Ist auch ziemlich cool und halt jetzt sehr viel praktischer für uns. Und ja, hier in die Ecke machen wir dann auf jeden Fall nochmal hier ein bisschen Wasser. So, den Komposter stelle ich dann hier drauf vielleicht. Oder, nee, ich mache da lieber Kisten hin und dann hier den Komposter. So, hoppala, den Komposter. Und da oben machen wir dann einfach nochmal irgendeine Pflanze in irgendeinem Blumentopf am besten. Wir nehmen einfach mal eine blaue Blume, weil Wasser ist ja blau. Können wir, denke ich, mal blau nehmen. So, zack, stellen wir die da auch hin. Und dann haben wir das eigentlich auch soweit fertig. Sieht auch ganz cool aus. Und ich überlege gerade, ob ich das vielleicht so mache. Ob das noch cooler aussieht. Und ich glaube, das sieht sogar noch cooler aus. Das mache ich dann mal. So. Ich denke, so kann man es auf jeden Fall lassen. Dann müssen wir das Ganze hier natürlich auch nochmal machen, schnell. Aber das ist ja nicht so schwierig. Hoppala. Ja, ich sage, es ist nicht so schwierig, dann mache ich da aus Versehen das Ding kaputt, auch nicht schlecht. Was wir denn hier vielleicht noch machen können, ist tatsächlich, hier vorne nochmal Trapdoors zu machen und da oben dann Deckel drauf zu machen. Das bedeutet, wenn wir einen Fisch fangen, dass er halt nicht da rausspringt oder so. Aber ansonsten würde ich sagen, ist das Ganze hier soweit fertig. Was ich jetzt natürlich noch machen muss, ist die Decke, aber die werde ich euch auf jeden Fall ersparen. Ich zeige sie euch nochmal von hier. Ist halt im Endeffekt einfach nur ein Bogen. Oben haben wir dann nochmal Licht drin und dann haben wir hier diese massiven Träger halt. Und was ich dann noch gemacht habe, ist, hier in der Mitte ist quasi dasselbe Design nochmal. Nur, dass ich hier eben genau in der Mitte quasi, also in dem mittlersten Block, das ist dieser hier, wo hier die Lampe ist, habe ich hier dann nochmal Quarzblöcke ganz nach oben gemacht.
Das sieht jetzt eben so aus, als wäre das auch noch an der Decke befestigt und würde halt nicht so einfach frei im Raum schweben. Das würde ja ein bisschen ja, komisch sein einfach. Aber ansonsten würde ich sagen, war's das schon von der Folge. Ich werde jetzt das Ganze hier nochmal auf die anderen Seiten bauen. Ist aber relativ langweilig und hier vorne kommen dann wie gesagt noch ein paar Lagermöglichkeiten hin, die aber im Endeffekt auch genauso aussehen wie diese hier. Und die ganzen automatischen Farmen. Aber die automatischen Farmen sind ja wieder ziemlich viel mit Redstone. Und das wird ja ein eigenes Video nochmal, wo ich das ganze Redstone von dem Bunker hier baue. Auch hier die Pistentüren und so weiter. Und insgesamt ist das Projekt tatsächlich größer geworden, als ich gedacht habe. Also ich dachte, ich mache jetzt mal eben 3 Folgen und dann ist das Ganze fertig. Aber wenn ich so überlege, brauchen wir tatsächlich noch sehr viel mehr Folgen für. Weil wenn ich das Ding hier jetzt zum Beispiel noch nicht mal fertig habe, und jetzt soll noch der Aufenthaltsraum kommen und der Maschinenraum und so weiter. Und dieser Raum hier, der muss ja auch noch dekoriert werden und so. Und dann noch das ganze Redstone. Also ich werde auf jeden Fall noch ein paar Folgen davon machen. Aber ich nehme jetzt erstmal eine Pause davon. Das nächste Video kommt dann halt ein paar Wochen später, denke ich mal. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem soweit gefallen und ihr habt ein paar coole Ideen hier vielleicht mitgenommen. Und dann würde ich sagen, wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal Hashtag Gemüse in die Kommentare. Und dann sehen wir uns bei dem nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.